PowerPoint oder wie auch immer Präsentation von den einzelnen Teilnehmern, sondern jeder kann nachher so mal sich sowohl selbst ein bisschen nochmal vorstellen, auch die Organisation, für die er hier ist, was da für Projekte hinter sind und vor allen Dingen auch ein bisschen schon mal seine Position zu dem Thema deutlich machen. Und ich wollte vorweg einfach mal sagen, vielleicht, wo steht das alles, um große Transatlantic Trade and Investment Partnership. Sie können die Berichterstattung ja irgendwie jeden Tag dazu wahrnehmen mittlerweile. Aktuell hat man das irgendwie jeden Tag in den Schlagzeilen. Das transatlantische Freihandelsabkommen, vielleicht in der Öffentlichkeit eines der aktuell umstrittensten Dinge, die zu finden sind. Wir beobachten auch hier in Mecklenburg-Vorpommern natürlich, was da so passiert. Ganz interessant vielleicht für den einen oder anderen, der das sehen möchte. Es gibt ja ein Informationsbüro des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Brüssel, ein sehr kleines Büro mit, glaube ich, 7 schaffenden Mitarbeitern, die dort im Rahmen der Staatskanzlei dort tätig sind. Die erzeugen also unter anderem regelmäßig einen Bericht aus Brüssel mit all den Themen, die für Mecklenburg-Vorpommern relevant sind. Und im letzten August ist etwas passiert, dass es zum ersten Mal einen Nachschlag gab zu diesem Informationsbericht. Da begannen ja dann die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den USA zu diesem Abkommen, zu diesem geplanten Abkommen. Und da meinte die Politik, die Landespolitik im Schloss in Schwerin, das wäre ganz gut, wenn wir zu diesem Thema auch informiert würden, wo das so steht. Und seitdem gibt es immer unter dem Punkt 2 dort, wo die Wirtschaft, wo über Wirtschaftsthemen berichtet wird, zum Beispiel über fördernde Richtlinien oder neue Verordnungen berichtet wird, gibt es eben auch einen Punkt zu diesem TTIP. Wo steht das alles? Ja, am Anfang, so will ich es vielleicht mal beschreiben, im Sommer vergangenen Jahres, da habe ich noch so als Journalist Euphorie ein bisschen wahrgenommen. Da gab es einen ziemlich engen Zeitplan, den man vor der Brust hatte. 2015 hieß es, da mal könnte man damit fertig sein. Ich glaube, daran glaubt im Moment gar keiner mehr. Das ist wohl so der Zustand. Es gibt noch so ein Datum, das der eine oder andere sieht. Das sind die US-Präsidentschaftswahlen 2016. Da meint der eine, vielleicht kriegt man das bis dahin hin. Das wäre ja auch vielleicht nötig, weil natürlich auch Mehrheiten sich in einer Wahl verändern können, wie wir wissen, auch in den USA, und dann würde man möglicherweise wieder ganz von vorne anfangen, also da weiß man gar nicht, wo der Zug hinfährt. Ob das alles so möglich ist, kann man gar nicht im Moment einschätzen. Insbesondere auch wegen des öffentlichen Drucks, der durch verschiedene Nichtregierungsorganisationen zum Beispiel, unter anderem ja auch ATTAC, hier ja auch mit am Tisch aufgemacht wurde, viele Themen, die auf den Tisch gelegt wurden, sind ja auch einzelne Dinge bereits ausgeklammert worden aus den aktuellen Verhandlungen, zum Beispiel eben die Gespräche über den Investitionsschutz oder die Rolle von Schiedsgerichten in diesem ganzen Verfahren. Das ist also ein Thema, wo jetzt neu begonnen wird und heute gerade die Europäische Union mitgeteilt hat, dass es also jetzt ein Verfahren gibt, an dem jeder beteiligen kann, also ein Internet- und Online-gestütztes Verfahren, in dem man also Kommentare zu diesem Thema abgeben kann. Seit heute in Englisch, in den nächsten Tagen soll es auch in den anderen Amtssprachen der Europäischen Union verfügbar sein und dann kann man sich dort beteiligen. Vielleicht mal ganz kurz eingegrenzt, worum geht es. Es geht um einen ziemlich großen Markt, wenn man dieses Wort Markt mal benutzen darf. 800 Millionen Verbraucher sozusagen auf beiden Seiten des Atlantik, wenn man sich das mal anschaut. Bilateraler Handel täglich weit über 2 Milliarden Euro. Das ist also schon eine ganz schöne Summe, die sich da hin und her bewegt. Etwa eine Handelszone, 40% des weltweiten Handels wird zwischen den Staaten der Europäischen Union und und Amerika abgewickelt. Wenn wir noch mal ein bisschen zurückschauen, was vielleicht auch ein Anlass war, so wird zumindest von Seiten derjenigen argumentiert, die für ein solches Abkommen sind. Die sagen, ja, wir hatten ja die Weltwirtschaftskrise, wir hatten Probleme dann und wir mussten gucken, wie kommen wir wieder zueinander, wie kann man manches verbessern. Dann gab es die viel zitierte Doha-Runde. Das hat so große Fortschritte nicht gebracht. Es gab zwar einige Fortschritte sicherlich im Bereich der Zölle, aber viel mehr ist da nicht passiert. Und man wollte dann weitere Handelserleichterungen, so heißt es, schaffen. Da geht es dann so um diese viel zitierten Nicht-Tarifären, also nicht mit irgendeinem Geld, mit irgendeinem Tarif verbundenen Geschichten, Standards, also Normen, wie muss ein Produkt zum Beispiel aussehen, was muss ein Produkt an zum Beispiel einem Sicherheitsstandard mindestens erfüllen, damit es auf dem jeweils anderen Markt gehandelt werden darf. Das alles soll zu einem Freihandel führen. Das ist so
die eine Geschichte, da geht es dann also zum Beispiel, da gibt es so Schlagzeilen, die man finden kann, mehr italienischer Käse in amerikanischen Kühlregalen. So etwas könnte man sagen. Aber auch umgekehrt ist das ja irgendwie möglich. Und dann gibt es in den USA letztlich auch ein protektionistisches System, was durchaus für den einen oder anderen Hersteller in Europa schwierig zu umgehen ist. Da heißt es dann Buy American, das heißt also bei großen öffentlichen Ausschreibungen gibt es schon die Präferenz, amerikanische Produkte bzw. amerikanische Firmen vorne anzunehmen. Auch da möchte natürlich die EU aus ihrer Verhandlungsposition gerne etwas ändern. Die USA möchte natürlich auch etwas und so muss man sich versuchen, irgendwo zu treffen. Das ist die eine Welt, das ist also die Welt derjenigen, die sagen, das bringt die beiden Märkte näher aneinander, das bringt die Wirtschaft voran, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, es gibt natürlich Vorbehalte an verschiedenen Stellen, es geht um Standards, wie ich ja eben bereits sagte, und da gibt es natürlich die Sorge, dass vielleicht schlechtere Standards zukünftig gelten könnten, dass Standards ausgehöhlt werden, dass Produkte hierher kommen, die vielleicht nicht heutigen Anforderungen entsprechen. Das ist so eine Sorge, die immer wieder artikuliert wird. Eine andere Sorge ist auch, dass das ganze Verfahren doch sehr intransparent sei, man wenig hineinschauen könne, dass man wenig weiß, was passiert. Muss man natürlich auch sagen, da wird verhandelt, aber am Ende entscheidet ja auch ein Parlament, also nämlich das Europäische Parlament und der Europäische Rat, also letztlich alle europäischen Regierungen zusammen. Das ist ein Thema. Aktuell überlagert wird das Ganze, das sei auch natürlich noch erwähnt, durch die Krim-Krise. Keine Frage, das kann man gerade auch in dieser Woche ganz aktuell in den Berichterstattungen wahrnehmen. Das ist natürlich eine Folge, dass man das jetzt auch ein bisschen so, ja, ein bisschen hintenrum, will ich mal sagen, aus meiner Wahrnehmung hört. Das wäre doch ganz gut, wenn wir da vereinter wären an dieser Stelle, dann würden wir doch hier ein stärkeres Gewicht setzen. Einige der Organisationen, da werden wir gleich noch ein bisschen was hören, möchten die Verhandlungen aber am liebsten komplett stoppen. Die vorgegebenen Wachstumswerte, die man dort also mutmaßlich erzielen kann, die werden dort also bestritten, dass sie so da sein. Ganz im Gegenteil, Verlust von Arbeitsplätzen, niedrige Löhne, Minimalkonsens, solche Standards, wie ich bereits sagte. Das alles könnte passieren, die Sorgen. Auf der anderen Seite nochmal ganz nüchtern auf die Welt geschaut. Es gibt natürlich viele Beispiele, China oder Indien könnte man greifen, wo man doch sehen kann, dass Freihandel eigentlich auch ganz gut funktionieren kann. Es gibt Länder wie Mexiko, die also durchaus durch das NAFTA-Abkommen dort in dieser Region sehr profitieren. Und da findet man auch Menschen, die auch flammende Reden für solche Freihandelsabkommen halten. Das ist vielleicht mal so ein Einstieg, um mal so zu umreißen. Das ist ein Riesenthema, was wir hier heute Abend aufmachen. Man kann jetzt nicht so sagen, das machen wir jetzt hier drei Regeln und dann haben wir das alles klar. Das größte Problem möglicherweise ist, dass man so wenig weiß. Es gibt einige Dokumente, die über Leaks nach außen gedrungen sind, aber da fällt es schon schwer, auch den Experten schwer zu bewerten, haben die überhaupt schon den Status eines Vorentwurfs, was ist das, wie relevant sind diese Dokumente. Da ist einiges im Raum, darauf fußen auch viele der Sorgen, die artikuliert werden. Aber da hören wir ja vielleicht jetzt auch ein bisschen was. Und ich würde jetzt mal so ein bisschen einsteigen wollen mit den anderen drei Herren hier vorne. Und sagen, Herr Schof, so hatte ich es mir überlegt, vielleicht mal ganz kurz, was ist das für ein Projekt? Also vielleicht nochmal Bertelsmann-Stiftung, was ist das für ein Projekt? Und mich interessiert natürlich auch schon mal ein bisschen, wo stehen Sie sozusagen, wenn Sie raufgucken auf dieses ganze Verfahren? Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Vielen Dank fürs Kommen. Thema passt ja auch irgendwie, dachte ich gerade, Hansestadt. Ne? Ist auch, hat mit Handel was zu tun. Also zumindest ein wenig. Vielleicht zu meiner Person erstmal, damit Sie so ein bisschen wissen, wen Sie vor sich haben. Ich bin ungefähr seit 8 oder 9 Jahren bei der Bertelsmann Stiftung, habe davor für die Vereinten Nationen gearbeitet in Genf, für die International Labour Organization. Das ist sozusagen eine der UN-Organisationen, die sich für Arbeitsschutz und Arbeitsstandards weltweit einsetzt und auch gegen Kinderarbeit und so weiter. Ist aber auch eine der Unterorganisationen in Genf, habe davor auch schon mal für die Kommission gearbeitet, die EU-Kommission. Und bin aber, wie gesagt, jetzt seit 8 Jahren ungefähr bei der Bertelsmann Stiftung, habe da unterschiedliche Projekte gemacht. Die Bertelsmann Stiftung
sofern Sie sie nicht kennen, ist ja, im Neudeutsch sagt man sozusagen ein operativer Think Tank. Das heißt, es ist eine Institution, die sich quasi unabhängig Gedanken macht, wie man die Gesellschaft in unterschiedlichsten Bereichen unterstützen kann und nach vorne bringen kann mit innovativen Lösungen. Deswegen haben wir Projekte und Programme im Bereich Gesundheit, zum Beispiel die Weiße Liste, so ein Projekt kennen Sie vielleicht, wo Sie dann im Internet nachgucken können, was das beste Krankenhaus ist, oder da haben wir dann sozusagen die ganzen Daten gesichtet und so weiter, damit Sie gucken können, wo Sie am besten hingehen. Wir haben ein kommunales Kompetenzzentrum, dann finden Sie die ganzen Daten zu den Kommunen, wie sich die Demografie entwickelt, das soll die Kommunen unterstützen. Es gibt internationale Beziehungen, es gibt also zig unterschiedliche Felder, Gesundheit, internationale Beziehungen, Kultur, Musik, also 5, 6, 7, 8 Felder bestimmt. Und ein Feld gibt es natürlich auch, und das ist Wirtschaft. Und ich bin in dem Programm Nachhaltig Wirtschaften und in dem Projekt Global Economic Dynamics, oder übersetzt halt globale ökonomische Dynamiken. Was wir da eigentlich machen, das ist ein noch relativ neues Projekt, seit 2, 3 Jahren ist, wir versuchen eigentlich von ökonomischer Perspektive die Globalisierung etwas besser zu verstehen, weil es wird halt alles etwas komplizierter und komplexer, der Handel, die unterschiedlichen Flüsse oder Flows, wie wir mal sagen, von Güter, Dienstleistungen, Personen, Informationen, und dieses Geflecht und diese Interdependenzen besser zu verstehen und sozusagen Wirkungsweisen zu verstehen. Das ist das Ziel, und das dann sozusagen zu visualisieren und auch den Leuten irgendwie besser zu erklären. Also das mit diesem Hintergrund sind wir gestartet. Bei diesem Thema, und das kam ja gerade auf, ist Handel natürlich besonders interessant. Deswegen arbeiten wir an diesem Handelsthema, weil diese internationalen Handelsverflechtungen sind tatsächlich, wie gerade schon gesagt haben, sehr, sehr interessant, weil diese Doha-Runde, wo man mal versucht hat, auf supranationaler Ebene, also alle kommen an den Tisch und wir versuchen irgendwie was zu regeln, hat nicht funktioniert. Es gab zwar jetzt wieder in Bali einen kleinen Erfolg, aber wenn man sich das substanziell anguckt, ist das kein großer Fortschritt. Und was dann passiert ist, dass wir sehen, dass immer mehr Regionen und Länder bilaterale und regionale Freihandelsabkommen abschließen, weltweit. Und das ist sozusagen in den letzten 5 Jahren sprunghaft nach oben gegangen. Das heißt, wir haben mittlerweile bei der Welthandelsorganisation ungefähr über 500 gemeldete und über 350 registrierte bilaterale Freihandelsabkommen. Das heißt, immer mehr, allein die EU hat zig, 100, 200 Freihandelsabkommen mit unterschiedlichsten Ländern abgeschlossen. Das heißt, ein Riesengeflecht. Was jetzt im Moment passiert ist, man sieht, dass auf einmal sich noch größere Verbände zusammentun, wie so eine Art, zum Teil vielleicht auch Blocks, könnte man sagen, regional, und dass diese Abkommen tiefer werden. Das heißt also, am Anfang hat man sich über Zölle und so sagen, ihr könnt auf den Markt drauf, jetzt mit meinem Nachbarn, dann mit dem anderen auch und so weiter. Und jetzt geht es, was schon gesagt wurde, nicht tarifären Handelshemmnisse. Das heißt, was behindert sonst denn mein Markt? Ihr zum Beispiel in der Kommune, ihr bevorzugt immer eure Leute vor Ort und ich kann überhaupt nicht meine Waren anbieten. Das heißt, also dieser Marktzugang vor Ort beispielsweise, öffentliches Beschaffungswesen, sind so nicht tarifäre bei. Oder wenn Sie sagen beim Händler, Sie haben Stecker, Sie kennen das alles, wenn Sie in die USA gehen, dann haben Sie so, brauchen Sie wieder einen Adapter, da haben die andere Systeme. So, und natürlich, wenn der Händler das hier produzieren muss, der Elektrohändler hier oder der Elektroproduzierende, dann muss er sozusagen diese Stecker extra herstellen für diese verschiedenen Geräte, was eigentlich auch irgendwie Sinn und Blödsinn ist. Naja, aber das sind diese nicht tarifären Handelshemmnisse. Und die gehen jetzt in diese großen Agreements ein. Und da gibt es nicht nur dieses TTIP, also nicht nur dieses transatlantische, sondern es gibt auch im Moment im Bereich, es wird ein transpazifisches verhandelt. Die USA verhandeln also mit den ganzen Pazifikanrainern außer China. Und dann gibt es auf der anderen asiatischen Breite einen großen Bereich, wo die ASEAN-Länder sich mit China und Indien zusammentun und auch eine Initiative starten, sozusagen einen Block zu bilden. Und dann gibt es halt dieses TTIP, was so ein bisschen sehr prominent im Moment ist, weil es halt so groß ist, also deckt im Prinzip 50% des Welt-GDPs oder Welt-BIP, des Inlandsproduktes ab und ungefähr fast ein Drittel des Welthandels. Und wir, jetzt komme ich so ein bisschen auch konkreter auf die Geschichte, wir haben uns der Sache so genähert, dass wir gesagt haben, relativ früh, als wir merken, da passiert irgendwas, wollten wir eigentlich genauer verstehen, aus ökonomischer Perspektive, was hat das möglicherweise für Konsequenzen, also ökonomische Konsequenzen. Das heißt, was können wir von so einem Abkommen erwarten? Das ist grundsätzlich erstmal relativ schwierig zu beantworten, weil sie ja noch nicht wissen, wie weit diese Leute verhandeln. Das heißt, verhandeln sie nur, kommen sie nicht weit und können sich da nicht mehr leiden und haben nur im Zollbereich irgendwas verhandelt, oder kommen sie wirklich tief und verhandeln auch die Reduzierung von nicht tarifären Handelshemmnissen selber.
Das heißt, was wir gemacht haben, wir haben mit ökonometrischen Modellen und mit dem IFO-Institut in München haben wir halt versucht, mal zu errechnen, was ist sozusagen die Minimalversion, die rauskommen kann und was ist eine sehr ambitionierte Version, die rauskommen kann. Also bei diesen ökonomischen Folgen. Und da haben wir, und das jetzt raus, haben wir halt herausgefunden, dass, wenn man sich jetzt das ambitionierte Szenario denkt oder vornimmt, dass dann die ökonomische Wirkung sehr deutlich sein kann. Das heißt, es kann über einen Zeitraum von 15 Jahren in den USA zu einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von bis zu 14% kommt und in Europa ungefähr um 5%. Das divergiert je nachdem, wo sie gerade in Europa sind. Also die Länder sind unterschiedlich. Großbritannien profitiert mehr, auch die südperipheren Länder profitieren mehr. Deutschland profitiert durchschnittlich, also sozusagen sie liegt auch so bei 5% des BIPs. Und das ist sozusagen das, was wir erstmal herausgefunden haben. Die zweite Frage, die wir uns gestellt haben, wir haben also gesehen, es schafft unter diesem ambitionierten Szenario insbesondere, schafft es Wachstum, wirtschaftliches Wachstum und auch Beschäftigung, weil natürlich dieses Wachstum lässt sich wieder umrechnen in Beschäftigung. Die zweite Frage, die wir uns gestellt haben, ist, profitieren denn diese EU-Länder unterschiedlich? Das heißt also, heißt das, wir haben ja in Europa immer das Problem, diese Konvergenz- oder Divergenzentwicklung. Werden die Reichen immer reicher und werden die Armen immer ärmer? Die ärmeren Länder, die jetzt sowieso Probleme haben, Griechenland und Spanien und so weiter. Da ist es so, dass wir herausgefunden haben, bei diesem Zollszenario ist es so, dass das nicht der Fall ist. Wir können also da statistisch signifikant keinen Zusammenhang herstellen, eher andersrum. Sobald es nur zu einem Zollabkommen kommen würde, ist es sogar bei unseren Ergebnissen so, dass dann die ärmeren Länder sogar mehr profitieren würden, dass es sogar eine Konvergenzentwicklung gibt. Bei dem ambitionierten Szenario ist es so, da konnten wir keine Wirkung feststellen, weder in die eine Richtung noch die andere Richtung. Das heißt, man könnte so ein bisschen sagen, es ist neutral, es ist sozusagen, manche Länder gehen hoch, aber das ist nicht die Ärmeren gehen runter oder die Reicheren gehen hoch, sondern es ist so ein bisschen durcheinander, aber man kann keine klare Richtung feststellen. Das war die zweite Frage, die wir uns gestellt haben, weil die war uns wichtig für die europäische Integration. Die dritte Frage, die wir uns gestellt haben, war, was passiert denn mit dem europäischen Binnenmarkt? Also ich komme jetzt auf vier Fragen, bevor ich dann auch gleich aufhöre. Die dritte Frage war, was passiert mit dem europäischen Binnenmarkt? Weil der ist ja für uns im Moment wichtig. Wir stehen jetzt vor Europawahlen. Es gibt sehr, sehr viele Europaskepsis im Moment. Es gibt sehr viele auch Parteien hier, selbst in Deutschland, die sozusagen wollen viel, viel weniger Europa oder gar nicht mehr den EU-Bereich. Und da haben wir uns halt angeschaut, was hat das für Wirkung für den Binnenmarkt. Und bei dem Binnenmarkt ist es tatsächlich so, dass sie natürlich zwar insgesamt mehr Handel bekommen, also dadurch, dass sie mehr noch transatlantischen Handel bekommen, sie bekommen aber weniger Intrahandel. Das heißt, es sind sozusagen solche traditionellen Handelsumlenkungseffekte. Das heißt, sie werden weniger mit Großbritannien, oder Deutschland mit Großbritannien handeln oder mit Frankreich, aber sie werden insgesamt dadurch auch natürlich mehr mit Transatlantik handeln, insgesamt mehr handeln, aber weniger innerhalb des Binnenmarktes. Das heißt, eine ganz interessante Frage, ich finde, die ist immer sehr, sehr, sehr wenig diskutiert, weil das ist eigentlich, wenn man so will, eine Schwächung des Binnenmarktes. Und die Frage ist sozusagen, wie man damit auch umgeht, weil der europäische Binnenmarkt natürlich ein wichtiges Integrationsinstrument in Europa ist. Und dann schließlich vierte Geschichte, die wir uns überlegt haben, und das ist sozusagen auch die einzige Studie, die das, glaube ich, gemacht hat, weil es gibt sonst keine, die das seriös gemacht hat mit ökonometrischen Verfahren, ist, wir haben uns angeguckt, was bedeutet das für Drittländer. Das heißt, wir gucken immer auf uns, was kriegt die EU, was kriegen die USA, aber was bedeutet denn das für die ganze Welt um uns rum? Und da ist es bei dem ambitionierten Szenario wieder so, dass wir sagen können, dass wir gerade, wer am meisten darunter leiden würde, wären die direkten Nachbarstaaten, mit denen wir eh schon gut handeln, also Norwegen, Türkei oder für die Amerikaner wären das Mexiko und Kanada. Da ist aber davon auszugehen, dass sie sich relativ schnell an dieses Abkommen anschließen wollen, weil die sozusagen das auch verhindern möchten. Dann gibt es aber auch noch negative Wirkungen für einige der Entwicklungsländer in Nordafrika, in Mittelamerika. Und die muss man sich tatsächlich genau ansehen, weil natürlich man hat immer solche Handelsumlenkungseffekte, insgesamt entsteht insgesamt mehr Welthandel, aber man hat diese Effekte und da muss man irgendwie mit umgehen und das ist sozusagen auch ein Impuls, der wieder multinational oder multilateral auf einer WTO-Ebene jetzt wie Bali auch irgendwo wieder geregelt und irgendwo kompensiert werden muss aus unserer Sicht. Also Wrap-up oder Summe ist aus unserer Sicht, und das ist vielleicht schon ein bisschen die Position, ist, gerade aus der ökonomischen Perspektive, ist es eine sehr sinnvolle Sache, das zu tun, weil es nicht nur Wachstum bringt in beiden Szenarien. Also es gibt keine Studie, die sagt, es gibt Negativwachstum. Keine seriöse Studie gibt es dazu, keine ökonometrische. Alle, die es gibt, sagen positives Wachstum und auch Beschäftigung voraus. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte, wir befinden uns im internationalen Wettbewerb und ich habe Ihnen gerade diese Blöcke
gezeigt, die entstehen. Jetzt haben wir gerade die Möglichkeit, Globalisierung zu gestalten. Wenn man das sozusagen sich dabei ausklingt, dann hat man, besteht die Gefahr, dass man gestaltet wird, nämlich sozusagen von den Blöcken, die sich woanders bilden, beispielsweise die Bereiche im pazifischen oder im asiatischen Bereich. Und deswegen ist es für uns sehr wichtig, dass wir sagen, das ist eine gute Initiative, die muss man sozusagen unterstützen. Aber, das ist immer ja, aber, wir sehen auch, dass sozusagen die Transparenz, wie die Kommission das im Moment handelt, von der Kommunikation, von der Transparenz, jetzt tut sich ja viel im Moment, aber das erste Jahr haben sie das sehr, sehr schlecht gemacht. Da sind viele Dinge sehr intransparent gewesen und sehr schwierig. Und wenn die Leute nicht wissen, worüber was diskutiert wird, dann machen sie sich viele Gedanken und dann quälen manchmal oft auch viele kuriose Ideen durch die Gegend. Und das ist aus meiner Sicht ein Transparenzfehler, der ganz, ganz klar ist. Und wir kommen wahrscheinlich noch zum Investitionsschutz. Das ist etwas, wo ich auch sagen würde, dass das eigentlich unnötig ist. Aber das erstmal, also ja, aber ist unsere Position, wenn Sie das so wollen. Danke, Herr Schuf. Ja, dann würde ich das Wort noch weitergeben. Die Position von ATTAC interessiert uns natürlich auch. Okay, zu meiner eigenen Vorstellung. Ich bin Günter Sölken, ich bin Politikwissenschaftler. Ich habe mehrere Jahre bei der FDP gearbeitet, zwischen 80 und 90. Und bin danach in die Wirtschaft gegangen, war mehrere Jahre Pressesprecher in einem großen Immobilienunternehmen und danach habe ich immer wieder angefangen, Politik zu machen. Ich bin einige Jahre Sprecher des deutschen Netzwerks Grundeinkommen gewesen und habe dann gemerkt, dass diese zivilgesellschaftliche Organisation wahnsinnige Defizite hatte. Sie kannte nämlich überhaupt nicht die Diskussion in anderen europäischen Ländern, und weil man Zukunft nur europäisch gestalten kann, war für mich vollkommen klar, du musst dich viel mehr um Europa kümmern. Auf die Art und Weise habe ich dann den Einstieg in dieses Thema genommen und zu meinem großen Bedauern dann den ersten Schreck gekriegt, dass nämlich die EU es sich leistet, innerhalb der Gemeinschaft dauerhafte Armutsregionen einzurichten. Also wir können uns gar nicht vorstellen, wie die wirtschaftliche Situation der neuen Mitgliedstaaten, Rumänien, Bulgarien ist. Die ist so entsetzlich, diese Länder sind beim Beitritt in die EU entindustrialisiert worden. Das ist tatsächlich so. Da ist abgebaut worden wie nur was, da ist privatisiert worden. Und wir haben es heute, obwohl diese Staaten schon ein paar Jahre Mitglied in dieser reichen Union, der Europäischen Union sind, in Rumänien zum Beispiel ein Durchschnittseinkommen von 390 Euro im Monat. Da liegen Welten zwischen denen und uns, und diese Länder haben keine Perspektive, die kriegen auch keine vernünftigen Aufbauhilfen, dass sie wirklich wirtschaftlich nach vorne kommen würden. Das war mein erster europäischer Schock, den ich erlebt habe. Und das hat ganz, ganz viel mit einem Unternehmen zu tun oder einer Organisation, die im Bereich der Entwicklungshilfe normalerweise tätig ist. Das ist nämlich der Internationale Währungsfonds. Was dieser Fonds an Unheil angerichtet hat, ist absolut unvorstellbar, und zwar dies immer unter dem Motto, wir brauchen Freihandel, denn Freihandel nutzt alle. Was dort passiert ist, ist etwas ganz Erstaunliches, und man muss das hier in diesem Zusammenhang auch bringen. Da waren viele junge Länder, die noch nicht lange aus dem Kolonialstatus entlassen waren, die natürlich Probleme beim wirtschaftlichen Aufbau hatten. Denen hat man Kredite angeboten, und nach kurzer Zeit hat man festgestellt, dass sie diese Kredite nicht zurückzahlen konnten. Und dann kommt der Internationale Währungsfonds ins Spiel, der übrigens eindeutig beherrscht wird durch die USA und durch die Europäische Union, und sagt, ihr kriegt von uns Kredite, allerdings nur in der Höhe, dass ihr eure alten Schulden bezahlen könnt. Dafür müsst ihr aber Bedingungen erfüllen. Und diese Bedingungen gehen grundsätzlich in fast allen Fällen mit einem Niedergang dieser Länder zusammen. Da passiert eines, da werden erstmal die Währungen abgewertet. Das heißt, die Schulden steigen automatisch, die Länder schon hatten. Als nächstes wird ihnen auferlegt, was sie alles zu privatisieren haben. Das fängt beim Wasser an, das geht über Landverkäufe, das geht dahin, dass man sagt, das Straßenwesen darf nur privat organisiert werden. Da werden Schulgelder eingeführt, da wird Staaten zum Beispiel von der Weltbank, der Partnerorganisation des Internationalen Währungsfonds, auferlegt, Nahrungsmittelsilos, die man für Hungerkatastrophen vorhält, aufzulösen, weil dies den freien Wettbewerb angeblich behindert.
Da sind Skandale ohne Ende und ich möchte jede Wette, es gibt keine Organisation in der Welt, die für mehr Hungertote zuständig und verantwortlich ist als der Internationale Währungsfonds und seine Schwesterorganisation, die Weltbank. Es ist absolut erschütternd. Und bei der Osterweiterung der Europäischen Union hat man den Beitrittskandidaten Beitrittskonditionen, die sie zu erfüllen haben, auferlegt. Und diese zu erfüllen, hat man ihnen einen Partner an die Seite gestellt. Und dieser Partner war der Internationale Währungsfonds. Und dieser Internationale Währungsfonds hat in einer Art und Weise in die souveränen Selbstbestimmungsrechte dieser Länder eingegriffen, das ist geradezu haarsträubend. Dort haben wir eben die Entindustrialisierung erlebt. Wir haben den Zwang zur Privatisierung erlebt. Das Ergebnis sind übrigens die Oligarchen, die man heute hat, zum Beispiel in Russland oder in der Ukraine. Das hat alles mit Auflagen des Internationalen Währungsfonds für Kredite zu tun, dass man gesagt hat, ihr müsst eure Staatsbetriebe, auch wenn sie genossenschaftlich sind, privatisieren. Jetzt fragt man sich mal zum Beispiel, wer hat denn eigentlich das Geld, um solche Firmen aufzukaufen, die vorher staatlich waren? Da gibt es nur zwei, das ist nämlich einmal das Ausland, also Unternehmen aus dem Ausland, und dann gibt es allerdings noch die Leute, die vorher den Schwarzmarkt beherrscht haben und diese in Verbindung mit irgendwelchen KGB-Leuten, die haben es geschafft, über Nacht Milliardäre zu werden, weil sie nämlich günstig an ehemalige Staatsbetriebe rangekommen sind, beziehungsweise an Rohstoffvorkommen. Mir kann doch keiner erzählen, dass ein Herr Schossendorfski es geschafft hat, ein Milliardär zu werden innerhalb kürzester Zeit durch seine Hände Arbeit. Das kann dann nur beim besten Willen nicht sein. Von daher haben wir eine ganz, ganz große Skepsis, wenn wir das Wort Freihandel hören. Und es kommt was weiteres hinzu, es handelt sich hier ganz eindeutig um einen Etikettenschwindel. Wenn es ein Freihandelsabkommen wäre, was wir zum Beispiel im vergangenen Jahr mit Kolumbien und Peru abgeschlossen haben, dann wären wir wahrscheinlich mit 20 Seiten ausgekommen. Dann hätte man gesagt, wir wollen die Zölle abschaffen, wir wollen gegenseitige Investitionen ermöglichen, wir wollen dies und das tun, was positiv ist. Aber dieses Abkommen mit Peru und Kolumbien hat zum Beispiel 2800 Seiten. Ich habe versucht, dieses Abkommen zu lesen. Es war mir vollkommen unmöglich. Ich bin auf Seite 70 abgebrochen. Alleine der vielen Querbezüge zu anderen Abkommen, zum GATT, zum GATS und ähnlichen Abkommen, das begreift keiner, das begreift auch kein Abgeordneter, der da schließlich darüber abzustimmen hat. Und von daher können wir nur eins sagen, es geht so nicht. Und dann kommt auch die Frage, werden eigentlich auch die wirklichen Probleme angegangen? Also ich nenne jetzt mal ein Problem. Die Weltbevölkerung explodiert im Moment. Rein mathematisch ist das ein Prozess, da hat eine Kurve flach angefangen und die wird immer steiler. Und die wird weiter immer steiler. Die günstigsten Prognosen sind die, dass wir Ende dieses Jahrhunderts nur 9 Milliarden Menschen auf diesem Planeten haben. Die schlechtesten Prognosen gehen davon aus, dass es 28 Milliarden Menschen sein werden. Und dann fragt man sich, wenn das so weitergeht mit Wachstumspolitik, wo sollen die Rohstoffe herkommen? Wo sollen die Treibstoffe herkommen? Wo soll der Müll hingehen? Also wir brauchen dann wahrscheinlich den Mond als Müllkippe oder was ähnliches. Wir brauchen ein wirkliches Umdenken. Jetzt ist eigentlich die Zeit, wo wir vom Wachstumswahn umsteigen müssen, eine Kurskorrektur vornehmen müssen, die da heißt, mit einer Frage verbunden, wie können wir Wohlstand für alle Menschen generieren bei einer abnehmenden Wirtschaft, bei Minuswachstum. Wer das nicht begreift, verfehlt eindeutig die Zukunft. Warum machen sich die Thinktanks wie zum Beispiel Bertelsmann nichts daran zu überlegen, wie schaffen wir eine funktionierende Wirtschaft, die mit weniger Wachstum auskommt? Und ich kann Ihnen sagen, ein Punkt dabei ist tatsächlich weniger Handel. Globalisierung ist kein schlechtes Wort. Attac ist globalisierungskritisch, aber kein Globalisierungsgegner. Natürlich wollen wir davon profitieren, dass man Orangen aus Israel oder aus Südamerika einführt. Wir haben diesen Ländern auch eine ganze Menge zu bieten. Aber wir erleben im Moment einen absoluten Freihandels- und Handelswahn und verbunden mit einem Wachstumswahn. Wenn wir sagen, Globalisierung ja, aber gleichzeitig auch Regionalisierung, dann heißt das zum Beispiel, wir wollen dafür sorgen, dass sich
Regionen selbst ernähren können. Afrika ist ein Land mit den besten Böden für eine gut funktionierende Landwirtschaft. Afrika produziert für sich selbst allerdings äußerst wenig Lebensmittel. In Äthiopien, das die besten Böden hat, werden jedes Jahr Millionen von Tonnen an Hilfsgütern, an Nahrungsmitteln eingeführt. Aber gleichzeitig passiert etwas ganz anderes. Da kommt ein Inder hin und sagt, in Äthiopien, bei diesem guten Boden, will ich Rosen anpflanzen. Er macht das auch und macht das mit Erfolg. Kommt daraufhin auf die Idee zu sagen, was mit Rosen funktioniert, funktioniert auch mit Reis. Dann hat er mit der Regierung verhandelt und hat ein Areal in der Größe von Luxemburg bekommen und baut dort jetzt Reis an. Er hat das Ganze für den Schnäppchenpreis gekriegt und er produziert keineswegs für den afrikanischen Markt, sondern er sagt ganz klar in Fernsehinterviews, mein Ziel ist es, den Weltmarktpreis für Basmati-Reis zu bestimmen, diesen Markt zu kontrollieren. Und das schaffe ich hier von Äthiopien aus. Der zahlt eine ganz geringe Pacht. Der kann seine ganzen Gewinne raustransferieren. Er hat keine Investitionsverpflichtung, dass er irgendetwas in Äthiopien aufbaut. Nichts dergleichen. Und solche Widersinnigkeiten erleben wir heute. Wir erleben zum Beispiel, dass ein Land wie Vietnam, das durch den IWF zu einer Exportpolitik bei Reis und ähnlichen Gütern gezwungen worden ist, nicht in der Lage ist, sich selbst zu ernähren. Sondern die kaufen dann, so widersinnig wie es sich anhört, von außen ein. Und ich verstehe, dass man in einer Stadt, einer Hansestadt wie Rostock, sagt, Freihandel ist was Tolles, da haben wir über Generationen von profitiert. Aber die Welt hat sich geändert. Das Rad, das heute gedreht wird, ist um so viel größer und das kann so nicht mehr angehen. Versuchen Sie mal in Mecklenburg-Vorpommern als Bauer, als Neueinrichter eine Parzelle Land zu kriegen. Das wird Ihnen nicht gelingen. Was nämlich inzwischen passiert ist, ist, dass die großen Investoren, das sind teilweise Versicherungskonzerne, eingefallen sind und haben sich große Ländereien hier gekauft zu Preisen, wo kein Biobauer mithalten kann. Sie können hier kaum noch Land kaufen. Das heißt, das, was hier angebaut wird, ist auch nicht etwa für die Ernährung unserer Bevölkerung hier, sondern da wird Biofuel-Getreide angebaut, damit man dort eben Biosprit draus macht. Wir machen jetzt gerade ganz viele Themen auf. Ich würde sagen, wir haben jetzt gehört, ich würde es mal zusammenfassen mit Handelswahn. Das habe ich jetzt mal so als große Schlagwort bei Ihnen gehört. Und jetzt würde ich auch dem Dritten in der Runde ganz gerne nämlich die Chance geben, Herr Schmidt. Der AGA, Sie führen den Handel, den Außenhandel im Firmennamen, im Vereinsnamen sozusagen. Ganz kurz auch zur Person und bitte auch, was Sie bewegt aktuell bei den Gesprächen zu einem möglichen Abkommen. Wie gesagt, mein Name ist Martin Schnittger. Ich bin seit einem Jahr Pressesprecher beim AGA Unternehmensverband, zuständig für Großhandel, Außenhandel und unternehmensnahe Dienstleistungen. Wir vertreten ungefähr 3.500 Unternehmen in den 5 Küstenländern, also Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Diese 3.500 Unternehmen repräsentieren rund 150.000 Mitarbeiter. Wir vertreten also eine Schlüsselbranche im Norden. Wir vertreten hauptsächlich auch kleinere und mittelständische Unternehmen. Wir haben natürlich einige dabei, die sind sehr groß. Wir haben einige hundert Mitarbeiter, aber durchschnittlich haben wir eben 40 Mitarbeiter bei unseren Unternehmen. Unser Verband unterstützt die Unternehmen mit Rechtshilfe. Wir sind natürlich ein politisches Sprachrohr. Wir versuchen natürlich, die Interessen unserer Mitglieder zu vertreten. Und wir sind auch in der Weiter- und Fortbildung. Wir haben ein eigenes Fort- und Weiterbildungszentrum, was wir betreiben. Für uns ist natürlich Handel elementar, er ist wichtig und die Chance, die TTIP den Unternehmen bietet, unseren Mitgliedsunternehmen bietet, ist nicht zu unterschätzen. Ich kann die Zahlen, die gerade genannt wurden, so nah haben wir uns natürlich nicht damit beschäftigt, wie viele Arbeitsplätze es nun genau bei jedem Unternehmen dazugeben könnte, aber es ist eine große Chance. Wir haben
mit einigen Unternehmen haben wir schon gesprochen und die haben sich sehr positiv gezeigt und haben gesagt, wir würden das gerne. Wir würden gerne neue Märkte erschließen, um unser Geschäft auszuweiten. Natürlich würden wir damit auch neue Arbeitsplätze schaffen. Im Moment haben wir nicht die Möglichkeit, in Amerika die Geschäfte zu machen, die wir gerne machen würden. Die großen Unternehmen können sich das vielleicht noch leisten. Die haben die Infrastruktur dafür, die haben das Geld dafür. Aber gerade kleinere Unternehmen, die können so etwas nicht. Die können das gar nicht leisten. Und deswegen wäre TTIP eine deutliche Verbesserung, eine Erleichterung. Und damit können wir das nur befürworten. Ich habe noch nicht so viel geredet. Danke für die Nein. Ja, man kann das natürlich ganz groß aufmachen. Ich würde gleich mal weitergehen, weil eine Frage war ja schon im Raum. Warum beschäftigt sich ein Think Tank wie nicht damit, vielleicht mit einem gar negativen Wachstum, so sagten Sie es, also mit weniger Wertschöpfung, dass doch alle besser sozusagen klarkommen auf dieser einen Erde? Tun wir. Wir haben ja auch Club of Rome und so weiter, also diese nach dem Motto, was kommt nach dem Wachstum, machen wir. Das Projekt, dieses Programm, in dem ich bin, habe ich ja gerade gesagt, heißt nachhaltig wirtschaften. Das heißt, es gibt ja seit einigen Jahren, gibt es ja so einen Trend, dass man überlegt, ist es das eigentlich nur dieses GDP, also dieses Bruttoinlandsprodukt? Wie misst man eigentlich gutes Leben? So. Und was muss man dafür eigentlich, ist es immer nur diese Wachstumskennzahl? Ich glaube, der Erfinder Kusnetz von dem BIP, der hat damals gesagt, das ist kein Wohlfahrtsmaß. Weil natürlich richtigerweise beim GDP oder bei diesem Bruttoinlandsprodukt gehen viele Dinge rein. Also sozusagen in Kalifornien ist das Bruttoinlandsprodukt auch relativ hoch, weil sie so viele Gefängnisse haben und die gehen halt auch ins Bruttoinlandsprodukt rein. Ob das eine gute Sache ist, ist wieder eine andere Sache, dass man so viele Gefangene und Gefängnisse hat. Aber insofern stellt sich tatsächlich die Frage, inwieweit das BIP sozusagen grundsätzlich noch der perfekte Indikator ist für Wohlfahrt, an dem man das ausmisst. Und daran arbeiten wir auch. Wir haben gerade für Kofi Annan ausgezeichnet nochmal. Wir haben gerade in diesem Bertelsmann Rainer Mohn-Preis vergeben in diesem Jahr und haben jetzt ein neues Projekt, was da aufsetzt, was sich also genau damit beschäftigt, wie muss eigentlich nachhaltiges Wirtschaften aussehen, was ist das gute Leben, wonach muss sich Politik orientieren an der Stelle. Haben auch einen Sustainable Governance Indicator, das ist also sozusagen ein Index, der sich dann aus verschiedenen Sachen zusammensetzt, Bildung, Gesundheit, Glück, also Happiness ist auch ein Riesenthema im Moment, da guckt man auch hin. Los, Sie haben halt im Moment, sind Sie noch an einem Standpunkt, vielleicht mag sich das irgendwann ändern, aber das ist sozusagen, sind Sie halt da, dass Sie sagen, das wirtschaftliche Wachstum ist immer noch ein entscheidender Faktor. Sie können ihn sozusagen nicht komplett wegnehmen. Selbst wenn Sie sagen, einige Dinge des Wachstums stören mich, zum Beispiel wenn Sie sagen, ja, aber Wachstum bedeutet nicht Glück, ja, dann ist das eigentlich falsch, weil wenn Sie sich alle Zahlen angucken, die es datentechnisch gibt, also in diesem Economics of Happiness nennt sich das, dann sehen Sie, dass natürlich auch die reicheren Länder auch die glücklicheren Länder sind. Das ist einfach so. Das ist die Korrelation. Die mehr Wohlstand haben, das ist sozusagen in Europa, wäre es dann Dänemark, ja, das sind die glücklichsten, die sind sehr gut wirtschaftlich beieinander. Ja, das heißt sozusagen nicht automatisch Wirtschaft, also Geld macht glücklich, aber es ist eine Riesenhilfe und Unterstützung. Das heißt, es ist immer noch in allen Berechnungen an der Stelle ein Faktor, der mit einberechnet wird, auch bei diesen neuen Indizes, die sozusagen beyond GDP das angucken. Das ist im Moment so die Diskussion an der Stelle, aber wir stellen uns der Diskussion auch da und versuchen auch da sozusagen neue Untersuchungen zu machen an der Stelle. Hat aber letztendlich, deswegen versuchen wir ja auch immer, wie ich das gerade dargestellt habe, selbst bei so einem Thema immer zu gucken, über den Tellerrand zu gucken, wie wirkt das auf Drittstaaten, was passiert innerhalb der EU, werden die Reichen reicher oder die Armen ärmer? Das sind ja Fragestellungen, die wir in die Analyse selbst bei uns mit einbauen, in dem wirtschaftlichen Projekt. Und insofern würde ich einfach nur sagen, wir machen das. Ja. Da schon mit dabei. Wenn ich mal gleich noch ein bisschen weiterfragen würde, wir bleiben mal schön bei TTIP und weil die ganze Welt heute Abend können wir, glaube ich, nicht aufziehen, obwohl es nicht ganz klar, Sie haben es vorhin auch schon gesagt, sehr viele Verbindungen natürlich rausgibt. Also auch die zwei, die da jetzt miteinander verhandeln, sind natürlich nicht allein auf dieser Welt, das ist völlig klar. Trotzdem, wenn wir da nochmal genau hinschauen, aus der Attac-Sicht, wo liegt aktuell, was würden Sie am liebsten sehen? Komplett einstellen und nochmal neu ein Verhandlungsszenario, was man überhaupt verhandeln will, auf den Weg bringen? Oder was wäre Ihre Position? Ja, genau das ist es. Also wir wollen, dass diese Verhandlungen eingestellt werden, weil das Mandat sehr undemokratisch zustande gekommen ist.
bei Kernaufgaben, die wir haben, nämlich eine wachsende Bevölkerungszahl zu ernähren und sie gut zu ernähren und sie glücklich zu machen, hier überhaupt keine Rolle spielt. Und wir müssen die Umwelt schützen. Das spielt in diesem Mandat auch keine Rolle, wenn dann höchstens in einem Nebensatz. Und es ist alles intransparent zustande gekommen. Man hat ganz klar den Regierungen gesagt, bei diesem Mandat müsst ihr darauf achten, dies ist geheim, das darf nicht nach außen dringen. Wie geht man mit uns als Souverän hier eigentlich um? Und wir haben ein ganz, ganz großes Unbehagen, was diese EU angeht. Also ich bin flammender Europäer. Ich kenne keine bessere Idee als die europäische Idee. Aber was ich überhaupt nicht verstehe, ist, wie diese Idee von der Europäischen Kommission durch Geheimniskrämerei an vielen, vielen Orten kaputt gemacht wird. Warum wenden sich so viele Menschen von der EU ab? Ich kann Ihnen klar sagen, das liegt an ihrem undemokratischen Auftreten. Wir haben ein europäisches Parlament, das es für wichtig erhält, alle 14 Tage von Brüssel nach Straßburg umzuziehen. Wir haben ein europäisches Parlament, das kein Initiativrecht hat. Aber ist es nicht auch besser geworden, wenn Sie es sich anschauen, es sind doch sehr viele Dinge, die das Europäische Parlament jetzt in dieser aktuellen Legislatur regeln konnte. Ich glaube, Fischerei ist ein ganz gutes Beispiel, weil es passt hier zur Küste und wir haben gesehen, dass plötzlich das Parlament doch eine andere Kraft hat, als es vor sechs Jahren war. Also es gibt deutlich mehr Selbstbewusstsein innerhalb des Europäischen Parlaments. Sie lassen sich nicht mehr alles gefallen. Man muss sich vorstellen, das maximale Rederecht eines Abgeordneten im Europäischen Parlament beträgt 3 Minuten. Was können Sie da eigentlich machen? Wir haben im Moment natürlich auch das große Unbehagen, dass wir, die nationalen Souveräne, durch das europäische Instrumentarium ausgetrickst und entmachtet werden. Eine Frage wie das TTIP oder CETA, das Abkommen mit Kanada, ist so wichtig, dass da die nationalen Parlamente mitreden müssen. Und trotzdem versucht man gerade schon, die nationalen Parlamente auszuschließen, indem man sagt, wir haben ein eindeutiges Mandat und dieses Mandat hat die Europäische Union und die Einzelstaaten haben nicht mitzureden. Da würde ich genau mal fragen, wäre es denn einfacher, wir haben aktuell, es kam vorhin schon mal Zahlen, wie viele solche Abkommen es gibt. Also ich habe auch mal nachgeschaut, es gibt verschiedene, was hält man wirklich für ein Freihandelsabkommen, also was definiert man als Freihandelsabkommen, was definiert man vielleicht auch einfach als eine Handelsübereinkunft zwischen verschiedenen Staaten. Also die Zahlen gehen bis zu 1400 hoch, die in Europa sozusagen existieren. Die müssen ja jede 5 Jahre vorgekramt werden, durchgeguckt werden, ist das alles noch aktuell, Dinge verändern sich auf der Welt, ich sage mal nur so ein Beispiel, also wenn da eine Regelung über Smartphones notwendig wird, dann hätten wir die vor 10 Jahren da nicht reinschreiben können, weil wir gar nicht wussten, was das war. Das ist nur ein kleines Beispiel. Das heißt, das ist ja auch sehr viel Aufwand. Was ist denn der bessere Weg? Also ist denn der bessere Weg, das nicht durch ein Staatenkonstrukt wie die Europäische Union regeln zu lassen, sondern jeder macht seine 130 Abkommen sind es für Deutschland, glaube ich, ist das der bessere Weg? Also das kann es ja auch nicht sein. Wie findet man da besser zusammen? Also wie kriegt man ein... Sie sagten Mandat. Wie kriegt man denn ein Mandat hin, das besser funktioniert? Was meinen Sie, alle drei? Ja, fangen Sie gerne an und gehen gerne weiter. Also ich würde ja sagen, wir können es sehen, in Europa ist es ja so, wir haben den europäischen Binnenmarkt. Ja. Und der europäische Binnenmarkt ist auch aus meiner Sicht eine riesen Erfolgsgeschichte. Ja. Das heißt, die Freizügigkeit, dass sich sozusagen heute Studenten bewegen können, die Freizügigkeit der Leute, die Freizügigkeit auch von Kapital, von Dienstleistungen und Waren, all das, was wir heute haben, ist eine sehr bindende Kraft und hat auch sozusagen in Europa für sehr viel Wachstum gesorgt. Dieser Binnenmarkt, das heißt, es hat aber dafür gesorgt, dass wir natürlich immer, das ist ja die große Problematik in der EU, dass wir natürlich diese Integrationsbewegung irgendwie managen wollen. Und quasi, was Sie gerade schon sagten, natürlich, es gab jahrelang ein demokratisches Defizit auf der supranationalen Ebene, auf der EU-Ebene, gar keine Frage. Am Anfang hatte das Parlament, war das sozusagen eine Quatschbude und hatte eigentlich gar nichts zu sagen. Das hat sich aber jetzt sozusagen Schritt für Schritt geändert, also gerade nach dem Lissabon-Vertrag auch nochmal. Das heißt eigentlich, dass das Parlament fast praktisch eigentlich bei allem mitspricht. Ja, bei manchem vielleicht dann sozusagen nur ein Vetorecht hat oder so, aber es ist sozusagen schon sehr viel demokratischer geworden. Dass das noch demokratischer werden kann, ist gar keine Frage. Bloß Sie müssen halt immer überlegen, dann müssen halt Souveränen hier, da muss der Bundestag, da muss sozusagen die Regierung hier Souveränität abgeben. Ja? Und das fällt halt vielen Regierungen schwer.
Und jetzt sehen Sie das auch wieder bei diesem Geflecht. Wollen wir eine gemeinsame Wirtschaftspolitik? Wie schwer das ist, wieder da sozusagen eine Einigung hinzubekommen. Und das ist halt die Krux. Also wir sind da, aus meiner Sicht, sind wir da schon sehr, sehr weit, obwohl wir noch demokratischer auf diesem supranationalen Bereich werden können. Bei den Handelsfragen ist es relativ klar. Die EU-Kommission hat das Handelsmandat. Die hat bisher sozusagen alle Handelsabkommen Europa mit anderen Staaten ausgehandelt. In vielen dieser Abkommen ging es immer nur um Zölle. Kein Mensch hat das hier interessiert. Wir haben lauter, es wurden 1000 Sachen, Freihandelsabkommen wurden von der EU verhandelt mit diversen Ländern. Das hat hier niemanden interessiert. Jetzt interessiert das auf einmal jemanden und jetzt ist sozusagen die EU-Kommission auch vor eine ganz neue Aufgabe gestellt. Also ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin auch nicht einverstanden mit der Transparenz und wie sie das managen. Das kritisieren wir auch und haben wir schon oft kritisiert und haben auch mit denen geredet und gesagt, warum ist das so schwierig. Aber man muss an der Stelle auch ein bisschen fair sein. Das ist eine Bürokratie, das ist so, als wenn Sie sagen, Sie haben hier ein Ministerium und das Ministerium arbeitet einen Gesetzesvorschlag aus. Ja, und dann kommt der Gesetzesvorschlag auf den Tisch und dann wird er sozusagen durch den Bundestag oder Bundesrat wird er sozusagen entschieden oder abgelehnt. Und in dieser Phase sind wir. Die Kommission ist wie ein Ministerium. Das heißt, es ist wie eine Generaldirektion. Ich habe selbst da gearbeitet. Ich weiß, das ist sozusagen eine Bürokratie, die erstellt diesen Vorschlag. Der wird dann vorgelegt und dann entscheidet, der Ministerrat muss zustimmen und das Europäische Parlament muss zustimmen. Wenn das Europäische Parlament nicht zustimmt, passiert sowas wie bei ACTA, dann wird das einfach vom Tisch gewischt. Die entscheiden, aber es vorbereitet. So, und wir sind jetzt in dieser Vorbereitungsphase. Und jetzt will aber jeder schon wissen, was in dieser Vorbereitungsphase eigentlich da genau passiert. Ne? Und zum Teil wirklich zu Recht, muss ich sagen. Aber dafür sind diese Bürokratien noch gar nicht eingerichtet. Die sind noch gar nicht so weit. Die merken jetzt auf einmal, boah, wir haben das doch sonst immer ganz normal gemacht und jetzt so. Die wussten zwar, dass jetzt ein bisschen größerer Brocken auf sie zukommt und haben dann viele Dinge schon neu gemacht und haben gesagt, da müssen wir uns intern mit allen Generaldirektionen abstimmen, mit dem Verbraucherschutz, mit der Umwelt und so weiter, innerhalb der Kommission. Da müssen wir das Parlament informieren, das wird auch regelmäßig informiert, also quasi der Handelsausschuss im Europäischen Parlament wird informiert. Es gibt Stakeholder-Konsultationen immer so nach dem Motto, das hat aber trotzdem bei diesem Riesenbatzen immer noch nicht ausgereicht. Und das zu Recht. Und damit waren die eigentlich überfordert. Außerdem, und das muss man sich auch nochmal fairerweise sagen, bei aller Kritik, die ich dann zum Teil teile, ist, die Amerikaner geben ja das vor. Das heißt, die EU würde bis zum gewissen Grad schon sagen, wir möchten ganz gerne, dass viele Dinge transparenter gemacht werden. Ja, auch die Kommission würde das. Aber die Amerikaner sagen, wenn verhandelt wird, dann gehen wir doch, wenn ich in eine Auktion gehe, dann sage ich doch auch nicht jedem vorher, wie viel Geld habe ich in der Tasche und für welche Dinge interessiere ich mich. Da wäre ich ja schön blöd. Ja? Und das ist sozusagen die Verhandlungsperspektive von den USA, also die kommt da auch nochmal als Druckmittel auf. Das heißt, da muss man zum Teil, muss man die EU-Kommission ein bisschen in Schutz nehmen, aber nichtsdestotrotz ist der Prozess, wie es sozusagen kommuniziert, wie es transparent gemacht wird, nicht ausreichend. Und deswegen haben sie jetzt extrem viel gemacht in letzter Zeit, um das besser hinzukriegen. Sie haben jetzt auch ein Gremium, wo alle Verbände drin sitzen, Verbraucherschutz, Gewerkschaften, die in einem Advisory Board drin sitzen, die also direkt die Dokumente auch erhalten. Da machen sie jetzt viel, aber sie haben halt viel Vertrauen schon verspielt, weil sie sozusagen ein halbes Jahr dann aber das ist sozusagen, man muss ein bisschen fair bleiben bei der Geschichte, aber ich kritisiere die mangelnde Transparenz zum Teil da auch. Also insofern, das ist gar keine Frage. Für Sie, Mann. Für europäische Verhältnisse war zu wenig Transparenz da, ganz klar. Das ist auch, glaube ich, ein Lernprozess, den die gerade durchmachen. Dass gerade bei, was auch Verbraucherschutz, Umweltschutz angeht, was den Menschen direkt betrifft, dass da eine andere Transparenz notwendig ist als bei anderen Themen, wie meinetwegen Zöllen. Das ist für einen normalen Menschen sehr weit weg. Zoll ist etwas, was man nicht so richtig greifen kann, aber wenn es um Verbraucherschutz geht, da ist man ganz schnell dabei. Und da möchte man natürlich ein Maximum an Transparenz haben. Fakt ist aber auch, das sind Verhandlungen. Die werden nicht in Öffentlichkeit geführt. Und das gehört sich auch so. Man setzt sich an einen Tisch, verhandelt über etwas und was dabei rauskommt, das wird natürlich auch öffentlich gemacht. Es muss ja auch vom Europäischen Parlament abgesegnet werden dann irgendwann und auch von den einzelnen Staaten, von den Parlamenten. Das ist ja nicht so, als wenn das demokratisch überhaupt nicht legitimiert würde. Es ist, wie gerade schon angesprochen, besser geworden, weil man gemerkt hat, es gibt Druck. Das geht nicht einfach so durch, da müssen wir mehr reden. Und ich bin sehr optimistisch,
dass in nächster Zeit noch mehr geredet wird und auch mehr nach draußen kommt, weil es haben sich auch so viele Mythen um dieses Thema TTIP gebildet, dass man ja schon gar nicht mehr unterscheiden kann, was ist eigentlich, was ist eigentlich wirklich auf den Weg gebracht, weil wir sind noch in einem ganz, ganz frühen Stadium. Ich würde sagen, wir sind noch nicht da, was man in Deutschland vielleicht bei einem Gesetzesverfahren einen Referentenentwurf machen würde. Also da sind wir noch nicht damit entfernt. Also, wir sind da irgendwo davor und lange nicht im Detail verhandelt. Nein, natürlich nicht. Und deswegen, Befürchtungen sind da, klar, denen muss man begegnen und auch vor allen Dingen erklären, worum es eigentlich geht und was möglich ist. Weil vieles sind einfach nach vorne geschaut, was könnte passieren, aber es ist noch gar nicht mit Fakten unterlegt, weil die Verhandlungen sind noch nicht so weit. Ich würde gerne noch zwei Zitate mal einflechten, also eins vom Verband der deutschen Automobilindustrie, also das ist natürlich ein Verband, der extrem im Export tätig ist, für den Zölle eine ganz große Rolle spielen, das ist ein sehr großes Thema. Da ist doch ziemlich klar, wie ein Auto in den USA funktioniert und wie ein Auto in Europa funktioniert. Da sind manche technische Dinge, die sind aber alle bekannt und geklärt. Da geht es ganz stark um diese Frage. Ein anderer Verband, und das war in dem Fall nicht ATTAC, sagt der Verbandssprecher, der Chef eines Lobbyverbandes, eines großen Wirtschaftsverbandes auch, dem gesamten Verhandlungsprozess zum Freihandelsabkommen mangelt es an Transparenz. Das sagt der Lobbyverband, die Lebensmittelwirtschaft. Gerade vor zwei Tagen gelesen im Tagesspiegel, anscheinend von Heimlichtuerei und dergleichen mehr, die sind natürlich anders befasst, weil die haben natürlich Sorgen an einigen Stellen, wo man sagt, ja, ist das alles gut, wenn das so auf den Markt kommt. Da muss man aber auch sehen, und ich glaube, die Perspektive, das ist gerade aktuell auch wichtig, dass man immer auch mal eine Perspektive nimmt. Wir schauen immer auf eine Landkarte, auf eine Weltkarte, sitzen in Rostock oder in Berlin oder in Hamburg und gucken so, was um uns herum ist. Aber manchmal ist es ja auch ganz schön, wenn man sich mal eine Landkarte aufmalt und sitzt zum Beispiel in Moskau und guckt mal um sich herum. Oder man sitzt in den USA und guckt um sich herum. Dass man auch sieht, dass nicht alles auch in den USA, was so aus Europa kommt, gewollt ist. Also es fängt beim einfachen Rohmilchkäse an, mit dem die Amerikaner nicht umgehen können. Es geht aber auch zum Beispiel in den Medizintechnikbereich. Wenn Sie hier in Rostock mit Medizintechnikunternehmen sprechen, die also Apparaturen herstellen und damit in die USA wollen und durch die gleiche FDA, durch diese Food and Drug Administration müssen, damit sie überhaupt eine Zulassung bekommen, die sagen, das ist so kurz vorm Nobelpreis. Wenn man das erreicht hat, das ist ein ungeheuer aufwendiges Verfahren, obwohl man in Deutschland und in Europa lange alle Zulassungen hat, in die Krankenhäuser geht, das bereits in der Behandlungstechnik hat, weißt du es noch lange nicht, dass ich dieses Produkt in den USA auf den Markt bringen kann. Also es sind immer schon zwei Dinge, glaube ich, die man immer auch sehen muss. Auch auf der anderen Seite ist nicht alles gut oder schlecht, wie auch immer man jetzt gut oder schlecht definiert. Und es gibt eben gelebte Traditionen, das alles hat eine Geschichte und es ist vielleicht ganz gut, auch immer nochmal zu sehen, dass nicht nur der Eindruck ist, also hier schwappt irgendetwas her, sondern ich glaube auch in den USA ist es so, dass man denkt, da schwappt etwas hin. Also das sehen wir nicht so stark, wir lesen nicht die amerikanischen Medien jeden Tag, aber ich glaube, das muss man auch sehen. Es ist doch, die Welt hängt ja nicht nur an einer Stelle zusammen, sondern es ist ja immer ein gegenseitiger Strom von Verhandlungen. Das wollte ich einfach nochmal einbringen. Ja, das ist zutreffend. Also ich muss mal sagen, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass die EU für uns verhandelt. Das finde ich prima, das gehört zu einem gewachsenen Gemeinwesen und ich finde das gut, wenn dieses Gemeinwesen auf einen guten Weg kommt. Also das ist prima. Es muss nur wirklich wesentlich transparenter werden und es muss Mitsprachemöglichkeiten geben. Und ein großes Problem ist es, ein solches Abkommen, das mindestens 2000 Seiten hat, haben wir, das ganz viele Querbezüge hat, wird jeden Abgeordneten überfordern. Die werden in den Ausschüssen nicht mehr als Kurzfassungen behandeln können. Die stehen unter wahnsinnigen Terminstressen, die haben so viel zu lesen, die können dann nicht mehr fertig werden. Aber sie haben nur eine Möglichkeit, nämlich komplett Ja zu sagen oder komplett Nein zu sagen. Da hat der europäische Entscheidungsprozess fürchterliche Schwächen. Und dafür ist es eigentlich notwendig, wenn man ein so großes Abkommen verhandelt, dass man immer wieder Möglichkeiten der parlamentarischen Mitwirkung, und zwar sowohl des europäischen wie auch der nationalen Parlamente. Also in Abschnitten verhandeln. Das wäre eine Möglichkeit. Auf jeden Fall darf es nicht dabei bleiben, dass nachher die Abgeordneten etwas vorgelegt bekommen, wie es leider beim ESM oder beim Fiskalpakt geschehen ist, dass sie nicht mal lesen können, sondern wo sie auf Grundlage der Kurzfassung abstimmen müssen. Und lassen Sie mich bitte noch gerade was sagen zum Thema, da schwappt was rüber. Es ist was ganz Komisches passiert. Dafür ist das Wort Chlorhähnchen so das genau Richtige. Das viel also, passiert. Ja, ja. Ich sehe es vor mir. Ja, ich auch. Ich hätte übrigens überhaupt kein Bedenken, so ein Tier zu essen.
Also absolut nicht. Ich glaube nicht, dass mir irgendetwas passiert. Man fahren doch in Amerika ja nicht reinweise um, die Menschen. Deshalb. Überhaupt nicht. Ne? Aber es ist natürlich zu einem Symbol geworden für das schwappt was auf uns zu. Der Hintergrund ist eigentlich nur der, dass in den USA kein Vorsorgeprinzip herrscht, sondern ein Nachsorgeprinzip. Also die achten nicht so sehr darauf, wie die Hühner aufwachsen, aber sie sorgen dafür, dass nur Gesundes auf den Tisch kommt, wenn man mal von den Hormonen absieht. Aber was hier passiert ist, ist eine Sensibilisierung für einen Prozess, der eigentlich schon ganz lange läuft, wie Sie eben auch gesagt haben. Wir haben schon so viele Freihandelsabkommen verhandelt, die haben uns nie berührt. Und diese Angst, die jetzt eingetreten ist, die ist wirklich ein Sensibilisierer. Und das ist was Gutes. Wir werden uns nämlich jetzt möglicherweise auch mal darüber im Klaren, wie wir mit anderen Ländern in der dritten Welt umgegangen sind. Wir haben nämlich einfach immer aus der Position des Stärkeren heraus verhandelt und haben denen zum Beispiel etwas zugemutet, den kleinen Staaten, was wir jetzt für den Teufel halten, nämlich die Investor-State-Disputes, also die privaten Klagerechte. Das ist von Deutschland eingeführt worden. Deutschland war der erste Staat, der das, glaube ich, im Verhältnis zu Pakistan angewandt hat, vor dem Hintergrund dessen, dass man gesagt hat, also auf Pakistan können wir uns nicht verlassen, das Rechtssystem ist nicht ausgereift und deshalb müssen wir ein privates Klagerecht ein. Also die Schiedsgerichtsbarkeit, um es vielleicht mal zu erklären, auch nochmal, also dass man außerhalb der nationalen Gerichte eine Schiedsgerichtsbarkeit hat, die dann im Falle von Streitigkeiten... Ja. Die sollen jetzt, wie man hört, aber von Seiten der EU, die sollen verbessert werden, die sollen transparenter werden, die sollen Widerspruchsmöglichkeiten eröffnen, da soll die unlautere Klage verhindert werden, also dass irgendwie aus Gründen, die überhaupt nicht nachvollziehbar sind, Klagen eingelegt werden, das soll verhindert werden, es soll ein Widerspruchsrecht geben. Das ist alles auf einem guten Weg und trotzdem fragen wir als Attac, muss denn das überhaupt sein? Erstens haben wir hier Staaten mit ausgereiften Rechtssystemen. Auf beiden Und Seiten. Auf beiden Seiten. Ich höre allerdings, dass gerade die EU auch recht stark daran interessiert ist, dass man in Bezug auf einige sehr nationalistisch argumentierende Gerichte in amerikanischen Teilstaaten durchaus meint, man müsste dieses Instrument haben. Aber für uns gehört das eben auch zu einer etwas gefährlichen Mischung, dass hier nämlich auch Deregulierungsvorschriften in solchen Abkommen verhandelt werden, die schließlich dazu führen, dass die Mitsprachemöglichkeiten des Souveräns eingeengt werden. Und zu diesem Kompott gehört das eigentlich hinzu. Also es wird zum Beispiel, ist vorgesehen, ein Deregulierungsrat. Das heißt, wenn in Zukunft nach diesem Abkommen ein deutscher Gesetzgeber sagt, vor konkretem Hintergrund wollen wir ein neues Gesetz, dann muss dieses Gesetz erstmal im Deregulierungsrat mit Wirtschaftsverbänden der USA erörtert werden. Und wenn die ihr Okay geben, dann kann dieses Gesetz auf die Bahn gebracht werden. Und ansonsten eben nur schlecht. Also stellen Sie sich mal vor, unsere Minister werden wach und merken, wie schlimm unsere Landwirtschaft ist, die so viel Chemie, Pestizide, alles Mögliche in die Erde reinsteckt, dass unser Trinkwasser kaputt geht. Dann muss man doch reagieren können und eine mögliche Reaktion wäre, dass man sagt, also Pestizide und andere Mittel, die gefährlich sind, dürfen nicht mehr in den Boden gebracht werden. Wir setzen jetzt ganz klar auf Biolandwirtschaft. Das muss der Standard werden. Das könnte ein deutscher Souverän sagen. Dann müsste dies aber erstmal in den Deregulierungsrat reingebracht werden. Und da würde man uns wahrscheinlich den Zahn ziehen, denn auf der anderen Seite sitzt Monsanto. Und sehen Sie, diese Mischung macht es. Also ich bin für viel, Europa und auch für ein gutes europäisch-amerikanisches Verhältnis. Aber wir laufen hier Risiken, die sind unheimlich und wir haben vor allem den Eindruck, wir können unserer Kommission nicht mehr vertrauen. Also ganz klar Ausdruck des Misstrauens. Lassen wir glauben, nochmal, Sie hatten vorhin auch... Wenn Sie direkt wollen. Also, ich hänge auch nicht an diesem Investitionsschutz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass da viel Gutes bei rumkommen kann. Und man geht ja auch schon so ein bisschen von EU-Seite, geht man ja schon so ein bisschen davon weg. Und auch in der Bundesregierung ist zu hören, na, ob das so ganz toll ist, weiß ich nicht. Nochmal ganz kurz zu dem Chlorhähnchen und dieser Welle, die da angeblich auf uns zukommt.
Wir haben hier ein Abkommen, was kein Gesetz ersetzt. Wir haben nationale Gesetze und ich werde und Sie werden kein Chlorhühnchen im Lebensmittelregal finden, bin ich auch sicher, ja. Wenn ein nationales Gesetz sagt, nein, das ist Fakt. Richtig. TTIP wird das nicht ermöglichen. Stimmt. Und das ist eine Mehr, die auch in die Welt gesetzt wurde. Und das stimmt einfach nicht. Bleibt also der nationale Beziehung vertraue auch ich der Kommission. Die hat gesagt, das kommt Verbraucherschutz steht vorne. Und die werden noch mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn sie das, was sie über Jahre erarbeitet haben, jetzt auf einmal komplett in Frage stellen. Mhm. Vorhin auch gesagt, es gibt Rechtsordnungen auf beiden Seiten natürlich. Warum diese andere Gewissheit? Also vielleicht irgendwie zwei Punkte Investitionsschutz und vielleicht auch nochmal. Was schwappt drüber? Ich war jetzt auch in vielen Diskussionen, auch mit Studenten, und ich bin jetzt irgendwie in den letzten Jahren oder persönlich, als ich mir das so angeguckt habe, wohin driftet Amerika, was machen die, bin ich nicht besonders Amerika-freundlicher geworden. Ja? Also eher sozusagen etwas skeptischer, jetzt noch mit dem NSA-Skandal dazu. Das ist so allerdings, was ich sozusagen bei diesem Freihandelsabkommen erlebe, ist schon echt skurril in der Diskussion. Weil da entwickle ich mich dann manchmal sozusagen zum Verteidiger Amerikas, wo ich dann hinterher denke, mein Gott, was war das denn? Weil Sie müssen eins mal überlegen, das ist sozusagen ein Land, was sich entwicklungstechnisch also mindestens auf Augenhöhe bewegt mit der EU. Wenn Sie sich sozusagen da mal irgendwie Zahlen angucken, egal was Sie angucken, sei es der UN, HDI, also Human Development Index, also Entwicklungsindex, da steht USA vor allen EU-Ländern, vor allen. Ja? Das heißt, wenn ich mit Amerikanern rede und ihnen die Diskussion stelle, dann sind die beleidigt. Die sagen so nach dem Motto, wir fahren doch nicht alle rein, wir haben doch auch gute Standards, wir haben doch auch gut, wir essen, wir leben doch genauso lange wie ihr, wir leben doch sogar länger, wir haben sogar doch da und da und da. Ich erlebe immer oft in dieser Diskussion wirklich dass die Europäer meinen, sie hätten sozusagen in jedem Bereich eigentlich die besseren Ansätze, die besseren Standards, die besseren Geschichten, und das ist einfach nicht wahr. Selbst im Umweltbereich ist es nicht wahr. Also sozusagen nicht durchgeht. Ja? Aber einige Amerikaner denken, auch sie hätten die besseren Standards. Ja, genau, das ist sozusagen, ja. Und von dieser, was sie mit dieser Empathie eben, und der sagte, man muss sich mal in den Ohr, davon muss man mal starten. Denn da gibt es viele Amerikaner, die haben auch Angst vor diversesten Produkten, wo sie sagen, der ganze Medizinbereich, der Drug-Bereich, also der Medikamentenbereich, der ist viel stärker reguliert in Amerika. Das dort ist viel, viel heftiger da drüben, wenn sie ein bisschen Medikamente durchkriegen. Aber im Moment müssen Sie es so machen, Sie müssen als Firma hier erstmal, müssen Sie durch den ganzen europäischen Prozess durchdauern, ein Jahr, bis Sie sozusagen alle Zertifizierungen haben, dann gehen Sie nach Amerika und dann dauert es nochmal anderthalb Jahre, bis Sie da die ganzen Zertifizierungen mindestens. So. Und der ist viel härter reguliert. Also das nochmal so zu diesem Schwapp drüber, da muss man mal sozusagen die Kirche im Dorf lassen, weil man da schnell auch beleidigend wird, weil man irgendwie arroganterweise meint, man hätte in jedem Bereich die besseren Standards und jetzt würden diese fürchterlichen Amerikaner hier rüberkommen und alles kaputt machen. Na, also da muss man genau hinkommen. Investitionsschutz. Ich stimme sozusagen in die Runde ein. Ich brauche das eben auch nicht. So, da sind wir schon mal alle einer Meinung. Aus ökonomischer Sicht alleine schon deswegen, ich habe Ihnen ja gerade die Vorteile aufgeführt und die wirtschaftlichen Wachstumsvorteile, ganz am Anfang habe ich das ja gesagt, die sind von dem Investitionsschutz völlig unabhängig. Ob der kommt oder nicht, das ist vollkommen egal. Ja, das Einzige, also insofern, ich glaube, das ist im Moment ein riesen Dealbreaker, weil man sich zum Teil zu Recht darüber richtig aufregen kann, was ich verstehen kann. Und deswegen würde ich sagen, nehmt den doch einfach bitte raus. Er killt euch das ganze Agreement, obwohl ihr sozusagen eigentlich da ein vernünftiges Abkommen erreichen könntet, was wirklich allen nützt. Und insofern bin ich auch dafür, es rauszunehmen. Trotzdem relativieren, vielleicht auch als Information dazu, was ist die Motivation, es reinzunehmen. Ich glaube, da wird auch oftmals sehr, sehr stark spekuliert. Natürlich gibt es Unternehmensinteressen, die auch Investitionsschutzklauseln wollen und die sozusagen versuchen, bei der Regierung das deutlich zu machen. Dass aber sozusagen jetzt irgendwie alle Regierungen und die EU-Kommission einfach nur sozusagen durch Konzerne durchwandert sind und einfach nur das machen, was Konzerne wollen, das ist natürlich auch Nonsens. Ja? Was ist die Motivation also? Die Motivation dabei ist es gibt diese Investitionsschutzklauseln und Abkommen, gibt es bisher überall, es wurde gerade gesagt, es ist eine deutsche Erfindung. Ja? Deutschland hat das eingesetzt
und hat schon zig Abkommen, selbst das CETA-Abkommen, hier das letzte, was jetzt mit Kanada final geworden hat, enthält auch eine Investitionsschutzklausel. Und das heißt, es ist sozusagen bis zu einer gewissen Weise Tradition. Ja? Das macht in dem Sinne natürlich irgendwo Sinn, wenn man wie früher damals Deutschland halt sozusagen mit einem Entwicklungsland oder mit einem schwierigen Transitionsland oder sowas verhandelt, was wirklich kein funktionierendes Rechtssystem hat. Und da sagt das Entwicklungsland, wir möchten ganz gerne Investitionen haben. Und dann sagen aber hier die Investoren, nee, wir investieren noch nicht in euer Land. Und dann kommt da wieder ein Putsch oder was weiß ich, oder das Rechtssystem, irgendwas passiert. Und dann sind so unsere ganzen Investitionen futsch. Ja, und ihr habt kein Rechtssystem, das wir vor euch klagen können, das könnt ihr nicht ernst nehmen, das Rechtssystem. Das heißt, wir brauchen irgendeine Sicherheit, sonst investieren wir da nicht. Und das Land will ja investieren. Deswegen akzeptiert sie die Investitionsschutzklausel. Also insofern, in diesen Verhandlungen macht das durchaus Sinn, um überhaupt Investitionen zu bekommen. Weil letztendlich müssen die ja von den Unternehmen kommen. Und das soll jetzt nicht verteidigend wirken für das jetzt TTIP-Abkommen an der Stelle. Was ist jetzt die Motivation hier hinter? Sie haben halt überall in diesen Abkommen Investitionsschutzklauseln bisher. Sie haben auch EU-Länder, 5 oder 6 EU-Länder, die jetzt schon Investitionsschutzklauseln in bilateralen Verträgen mit der EU haben. Polen, ja, die haben das schon. So, die sind natürlich grundsätzlich interessiert, jetzt will ja TTIP sozusagen ein besseres System verhandeln, dies verbessern, dadurch würden diese Länder sich besser stellen, weil sie sozusagen ein schlechteres Investitionsschutzmechanismus bisher in ihren Klauseln drin haben. Da ist sozusagen eine Motivation. Die andere Motivation ist, und da kann man das auch nochmal sehen, die meisten Unternehmen, die bisher solche Klagen eingereicht haben, kommen aus EU. Also wieder sozusagen mal eigene Mütze anziehen. Ja? Eigene Mütze anziehen, nicht immer sozusagen gleich hier, was ist das alles schlimm? Nee, unsere Unternehmen hier, die haben geklagt. Ja? Vor allen Dingen. Und haben diese Investitionsschutz genutzt gegenüber Staaten. Und da ist es so, jetzt wenn man sich die europäischen Länder anguckt und Amerika, was ist die Erfahrung bisher? Es gibt keine einzige Klage. Ja? Das ist, und das liegt natürlich auch daran, weil natürlich diese Länder Rechtssysteme haben und weil diese Länder sich halt auf Augenhöhe bewegen. Es ist was anderes, wenn halt ein entwickeltes Land, ein Industrieland mit einem Entwicklungsland verhandelt, als wenn sozusagen sich zwei nördliche Länder auf gleichem Level, auf gleicher Augenhöhe miteinander verhandeln. Und deswegen stimme ich sozusagen zu, man braucht dieses Investitionsschutz nicht auf gleichem Level, auf gleichem Entwicklungsniveau, aber, und das ist sozusagen zum Verständnis, was die Kommission, glaube ich, auch damit beabsichtigt, ist, dass sie sagt, wir möchten hier einen gewissen Standard setzen, wir möchten das modernisieren, diese Klausel, und dann möchten wir internationalen Standard setzen. Und wenn dann demnächst neue Länder auf uns zukommen, Indien und China, die halt nicht diese Rechtssysteme haben, dann können wir sagen, wir haben das auch in unseren eigenen Verhandlungen mit USA, haben wir das eingesetzt, also wir benutzen das auch selber, und deswegen ist das jetzt auch Standard für dich. Das ist sozusagen die Motivationsstrategie, so wie ich sie mir erkläre, von der Kommission. Also um das besser zu verstehen. Ich glaube, dass man es zwischen alleine für den Handel und für diese wirtschaftliche Entwicklung zwischen USA und zwischen Europa nicht braucht. Mhm. Ja, zwei Sachen nochmal. Ich glaube,